Ihr alle kennt es, unser RX Plus Bissanzeigersystem. Und passend dazu jetzt endlich am Markt unser RX Plus Security System. Das RX Plus Security System besteht aus 3 Teilen, wenn ihr das System kauft. Ihr habt zum einen ein Beefy Light, das erkläre ich euch gleich. Ihr habt zum anderen eine Fernbedienung, mit dem ihr das Beefy Light steuert. Und ihr steuert mit der Fernbedienung das dritte Produkt, und zwar den Bewegungssensor. Und jetzt habt ihr es schon erraten, es ist ein Beefy Light System mit Bewegungssensor, mit Fernbedienung, das komplett mit dem RX Plus System und dem Receiver zusammenarbeitet. Ihr habt praktisch die Möglichkeit, sollte irgendjemand an irgendwelchen Plätzen angeln, die ja hochfrequentiert sind, wo ihr vielleicht Angst habt, dass ihr ausgeraubt werdet, oder ihr seid ein Mädel und wollt allein angeln gehen, oder, stellt ihr euch diesen Sensor auf. Dieser Sensor misst den Bereich im Bereich von 15 bis 20 Meter, je nachdem, wie ihr ihn einstellt, um euer Zelt, um euer Auto, um euren Angelplatz rum. Davon könnt ihr auch mehrere aufstellen, auch kein Problem. Läuft jemand in den Sensor rein, gibt der Sensor ein Signal an das Licht. Das Licht wiederum gibt ein Warnsignal, blinken oder ganz normal Warnsignal, durchgehende Farbe, wie ihr das einstellt. Und ihr bekommt ein Warnsignal auf den Receiver. Ihr kennt alle diese 3 hellen Pieptöne, wenn ihr einen RX Plus Bissanzeiger ausschaltet. Und genau diese Töne bekommt ihr dann auch auf dem Receiver. Also ihr seht ein Komplettsystem in Kombination mit unserem RX Plus, der ja wirklich sehr, sehr beliebt ist. Ich erkläre euch kurz zu dem jeweils einzelnen Produkt, welche Möglichkeiten ihr habt. Das RX Plus L, L steht für Light, hat folgende Merkmale. Es ist ausgestattet, ihr seht es schon, mit einem sehr, sehr großen LED-Panel. Das Ganze eingepackt in einem gummierten, fast komplett verschweißten, aber komplett gummierten Gehäuse. IP6, die Wasserdichtigkeit. Ihr habt hier verbaut einen 5200 mAh Akku. Das heißt, bei voller Lichtstärke habe ich hier etwa 3 Stunden Lichtlebensdauer. Aber volle Lichtstärke werdet ihr so gut wie nie brauchen, außer im Alarmmodus oder ihr wollt es im Partyzelt aufhängen oder einen riesen Platz beleuchten oder Fotos machen. Und wer 3 Stunden Fotos macht, ihr wisst, was ich meine. Also, ihr werdet es fast immer in niedrigster oder vorletzter Stufe verwenden und dann ist diese Akku- und Batterielaufzeit immens. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Umgebungstemperatur an. Deswegen möchte ich jetzt einfach keine Stundenangabe nennen, aber ihr könnt wirklich sehr, sehr lange damit auskommen. Wenn ich zum Beispiel eine Woche angeln bin und habe das Licht im ganz normalen Gebrauch, dann habe ich es fast eine Woche ohne nachzuladen. So kann man sich das mal vorstellen. Okay, also RX Plus L. Ihr habt hier, ihr seht das, einen Arm, der in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Winkeln aufzustellen ist. Und dann könnt ihr euer Licht zum Beispiel hinstellen. Ihr könnt euer Licht hinhängen. Ihr habt hier Magnete, passt also perfekt auch ans Auto in verschiedene Winkel. Ihr habt hier oben, 2 solche Haken, die gegeneinander klappen. Somit könnt ihr an jeder Zeltvorrichtung, an jeder Öse, die in den Zelten verbaut sind oder sonstigem, könnt ihr die einhaken und könnt die wunderbar perfekt gerade aufhängen am Zelt. Das funktioniert perfekt. Ihr habt hier im Prinzip 2 Öffnungen. Hier könnt ihr, ist nicht im Lieferumfang bei, aber ihr könnt hier ein Band durchmachen, bindet es um einen Baum, habt das praktisch um einen Baum rum, könnt ihr also individuell einsetzen. Ihr habt hier oben eine Stahlöse drin, eine Metallöse drin. Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr es fest verschrauben wollt, irgendwo anschrauben. Das geht. Ihr habt hier unten ein justierbares Gewinde. Auch alle Varianten einstellbar. Könnt ihr das Beefy Light auf ein Bankstick schrauben. Also ihr seht, hier sind fast unendlich viele Möglichkeiten und es sollte für jeden was dabei sein. Ihr habt auch tatsächlich, und das zeige ich euch noch mal kurz,
hier eine Platte, eine Stahlplatte. Ihr seht es, ein schönes Fox-Logo eingefräst und diese Platte wird mitgeliefert im Lieferumfang. Und ihr habt somit die Möglichkeit, das Ganze zwischen Zeltinnenseite und Zeltaußenseite zu montieren. Und dann hängt es durch die Magnete natürlich schön an der Zeltdecke, wer also keine Ösen im Zelt hat. Also ihr seht, es sollte für jeden was dabei sein. Die Funktion. Also ihr habt zum einen hier die Möglichkeit, das Licht anzuschalten. Ihr habt zum einen die Möglichkeit, das Licht anzuschalten. Man sieht es wahrscheinlich jetzt bei den Bedingungen schlecht, aber hier habe ich Akkustand 3. Jetzt gehe ich mal kurz hin, schalte es auf Standby. Wir haben jetzt hier schon den Receiver, den RX Plus R, auf das Licht programmiert vorher. Ich drücke jetzt einfach irgendeine beliebige Taste. Jetzt drücke ich mal Minus, geht es an. Ihr seht es. Jetzt kann ich es heller machen. Jetzt drücke ich Plus doppelt. Jetzt hat es sich gewechselt auf weißes Licht. Ihr seht, das ist selbst jetzt bei Sonnenschein noch extrem hell. Und das kann ich jetzt beliebig dunkler stellen. Ich habe 4 Helligkeitsstufen und das, die niedrigste, ist eigentlich die, die ich persönlich am meisten verwende. Und ich habe das Produkt jetzt fast 2 Jahre im Test. Ihr könnt das ganz normal, jeder kennt es. Das Schlimmste, das es gibt, ist, du liegst in deinem Zelt abends, du hast das Bifi-Light an, du dämmerst so langsam weg und merkst, oh, ich muss das Licht noch ausmachen. Und was machen wir hier? Ich mache es gerade mal etwas heller, dass man es wieder besser sieht. Und hier gehen wir einfach länger auf die Minustaste. Zack, ausgeschaltet. Und dann ist es im Standby-Modus. Habe ich jetzt zum Beispiel zu meinem Bifi-Light einen Sensor oder auch mehrere, denn ihr habt die Möglichkeit, mehrere Sensoren auf das Bifi-Light zu schalten, dann kann ich diesen Sensor in verschiedenen Positionen oder diese Sensoren auf verschiedenen Positionen um mein Zelt rum, um meinen Angelplatz rum, um mein Auto rum, um den Weg, der zu mir führt rum, zum Beispiel auch direkt am Angelplatz gehe ich an die Route, gehe in das Signal, wird der Platz beleuchtet. All diese Dinge sind dann möglich. Positionieren und das Ganze basiert wie folgt. Ihr habt hier einen Sensor. Dieser Sensor misst die Horizontale, misst ein Wärmefeld sozusagen. Und sobald dieser Sensor aktiviert wird, bekommt ihr ein Signal aus Bifi-Light. Euer Bifi-Light geht an. Und oder ihr habt die Möglichkeit, dass dadurch auch die Funkbox ertönt als Warnsignal. Ihr könnt praktisch beides in Kombination schalten. Ihr habt jetzt hier auf dem Sensor folgende Merkmale. Ihr habt die 3 LEDs, die ihr auch kennt vom RX Plus. Hier seht ihr, in welcher Sensibilitätsstufe das Ganze eingestellt ist oder ob es überhaupt an- oder ausgestellt ist. Ihr habt, klar, hatte ich eben schon erklärt, euren Sensor hier. Und auf der Rückseite habt ihr, hier oben seht ihr ein kleines Fox-Logo. Das könnt ihr von innen drehen. Und es gibt die Möglichkeit, 3 verschiedene Sensoren hier auf die Funkbox laufen zu lassen, Entschuldigung, auf dem Receiver laufen zu lassen, aber zu dem komme ich gleich noch. Und dann könnt ihr hier 1, 2, 3 auswählen und könnt immer genau sehen, der Sender ist zu dem Bedienfeld. Dann habt ihr die An- und Aus-Taste, klar. Ihr habt eine Sensibilitätstaste und hier wiederum habt ihr 2 Möglichkeiten der Sensibilitätsstufe, einmal sensibel, einmal unsensibel. Tippt ihr diese Sensibilitätstaste 2-mal Doppelklick, dann könnt ihr auswählen aus Flutlichtmodus. Das heißt, eure Funkbox blinkt nur einmal kurz, gibt aber keinen Ton und euer Licht geht an. Oder ihr habt die Möglichkeit, nochmal 2-mal tippen, dass euer Licht komplett angeht und die Funkbox den Alarmton gibt. Ist also jeweils, egal wo ich sitze, kann ich mir das alles ganz, ganz individuell auf die jeweilige Situation einstellen. Das war der RX Plus S, der Sensor. Jetzt kommen wir zum RX Plus R, der Remote, der Fernbedienung sozusagen. Die Fernbedienung hat 3 verschiedene Felder für Lichter hier oben und die Fernbedienung hat 3 verschiedene Felder für Sensoren. Ihr hört es schon. Ich habe hier die Möglichkeit, 3 verschiedene Lichter zu programmieren. 1, 2, 3. Kurzer Zwischenstep. Dafür habe ich hier oben auf jedem Licht ein 1, dann drehe ich es rum,
dann mache ich hier die 2 draus oder die 3 draus. Ja, je nachdem, kann das also einstellen. Hab die jeweils programmiert und klar, das hatte ich euch eben schon gezeigt, das geht mit dem ersten Step hier oben auf Position 1 an, aus, Farben wechseln und so weiter. Und so könnte ich jedes weitere Licht programmieren. Hier unten habe ich mein S, die Fernbedienung für den S. Den kann ich nicht anschalten von hier, aber ich kann ihn auf Mute schalten. Das heißt, geht er nachts an, ich weiß aber, es ist gerade nichts, tippe ich einmal kurz an, funktioniert das Ganze. Weitere Funktion ist, weiß ich nicht, ob mein Sensor überhaupt angeschaltet ist, tippe ich einmal kurz auf irgendeine beliebige Taste, dann läuft eine orange LED durch, jeweils an jedem Feld. Und wo die LED grün stehen bleibt, dort ist das Licht an. Also, ihr seht es, das waren die 3 Artikel aus dem gesamten Set. Ihr könnt natürlich jeden Artikel auch einzeln erwerben, wenn zum Beispiel einer sagt, er möchte nur das Bifi-Light für sich kaufen und vielleicht die Remote später. Ihr könnt den Sensor beliebig nachkaufen, ganz wie ihr wollt. Aber hier bieten wir jetzt im Moment das Set an und das ist auch das, was wir euch zeigen. Und jetzt komme ich kurz zum Lieferumfang. Also, ihr seht schon, wir haben so gut wie kein Plastik mehr verwendet. Es ist eine Papierverpackung. Alles ist in schönem schwarzem Papier eingepackt. Achtung, im Deckel dieser Verpackung ist die Metallplatte drin. Nicht wegwerfen, die sieht man nicht direkt, weil sie schwarz auch eingepackt ist. Aber im Lieferumfang dabei einmal unser Licht, dann unsere magnetische Platte, die ich am Licht hinten befestigen kann. Dann natürlich der Sensor mit der Schutzkappe. Ich habe ein Ladekabel und hier habe ich die Möglichkeit, ihr seht das, das auch mit einem Adapterstecker per USB zu laden oder zweimal CUSB, was natürlich bedeutend schneller geht. Wisst ihr selber mittlerweile, CUSB ist eigentlich der neue Standard. Ich habe eine Fernbedienung und klar, zur Fernbedienung, was brauche ich da? Natürlich ein Foxband zum Umhängen, zum Hinhängen an einen Haken oder sonst irgendetwas. Und was habe ich natürlich noch? Immer unser Fox-Tool, sodass ich alles aufschrauben kann, Batterien wechseln kann, auch hier für einen Receiver zum Beispiel mal nutzen zum Eindrücken und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Interesse geweckt. Ich persönlich nutze das Set jetzt schon fast 2 Jahre und ich kann es mir nicht mehr vorstellen, am Wasser ohne dieses Set zu leben. Allein schon die Tatsache mit dem Bifi Light und der Remote, wenn ich im Bett liege oder. Auch das mit dem Biss, man lernt das zu schätzen irgendwann und merkt dann irgendwann, wie angenehm und wie komfortabel das Ganze ist. Also, ich hoffe, ich konnte euch das Set ein bisschen näher bringen. Wer jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das zu verstehen, was zu programmieren und sonstiges ist, ihr findet auch noch ein Video und in diesem Video erklären wir es ein bisschen detaillierter, wie man alles aufeinander programmiert. Auch auf den RX Plus und auch auf den RX Plus Receiver. Alles klar.